21. Februar 2016 als Gast in der Hacker-Pschorr Arena Bad Tölz der EV Landshut. Die beiden Mannschaften kämpfen um Platz 4 der Oberliga Süd und damit für die bessere Ausgangssituation in den bevorstehenden Playoffs. Landshut nach mühsamem Start in die Saison zuletzt mit immerhin 8 Siegen in Folge. Die beiden Mannschaften eröffnen das Spiel gleichwertig, vielleicht sogar mit kleinen Vorteilen für die Löwen, die einige Chancen nicht verwerten können. Anders Landshut. Eine Unachtsamkeit in der Löwenabwehr und es steht 0:1. Kyle Doyle in der 13. Minute. Das zweite Drittel wird kurz nach Anpfiff durch Feueralarm unterbrochen. Kann aber, nachdem sich dieser als falscher Alarm glücklicherweise herausstellt, fortgesetzt werden. Johannes Sedlmayr kann in der 22. Spielminute verdeckt einen Rückhandschuss ansetzen. Ausgleich 1:1. Wieder schenken sich beide Mannschaften nichts. Rund 10 Minuten lang neutralisieren sie sich gegenseitig, zeigen dennoch Eishockey auf bestem Oberliganiveau. Dreißigste Minute. Unterzahl der Löwen. Landshut erhöht auf 1:2. Dreiunddreißigste Minute. Max Forster trifft zum 1:3. Das wird schwer. Schlussdrittel. Landshut sehr ausgeschlafen. Hält das Spiel über große Strecken weg vom eigenen Tor. Cody Thornton trifft in der 53. Minute dann auch noch zum 1:4. Das Spiel ist gelaufen. Axel Kammerer nach dem Spiel: Wir sind an unsere Grenzen gegangen. Landshuts Trainer Bernhard Engelbrecht: Das war Schwerstarbeit. Aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Kurz vor Schluss gelingt Tobias Eder noch das 2:4. ...2079 Zuschauer haben ein Eishockeyspektakel erlebt. Dramatik, Außergewöhnliches, zwei Mannschaften, die sich alles abverlangt haben. Heute mit dem besseren Ausgang für Landshut. Schauen wir mal.